Der aufmerksame Beobachter wird sofort feststellen können, was auf meinem Kanal am besten ankommt. Da sich meine Kreativität mal wieder gemeldet hat, habe ich ein bisschen Recherche betrieben, um euch die Top 10 kürzesten Fernverkehrszugläufe in Deutschland zu präsentieren. Meine bisher produzierten Top 10 behandeln ja einmal die längsten nationalen und internationalen Zugläufe Deutschlands. Wer das noch nicht gesehen hat, sollte es unbedingt angucken, kann ich nur empfehlen. Bevor es losgeht, noch ein paar wichtige Infos. Wie in den bisherigen Top 10 auch, werde ich nur einen Zug pro Strecke behandeln. Gibt es also einen Gegenzug oder auch Züge mit demselben Start- und Zielbahnhof, bin ich bemüht, jenen mit der kürzesten Fahrzeit zu nennen. Wer etwas zu ergänzen oder korrigieren hat, soll gerne einen Kommentar verfassen, da ich nicht sicher sein kann, einen Zug übersehen zu haben. Starten wir mit Platz 10. Es gibt zwar einige Einzelleistungen zwischen Frankfurt und Köln, aber der ICE 810 bewältigt die 180 Kilometer von der Main-Metropole in die Domstadt, genauer zum Bahnhof Köln-Messe-Deutz in 1 Stunde und 20 Minuten. Eingesetzt wird ein ICE-3-Triebzug, der auf der im Dezember 2002 eröffneten Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main planmäßig eine Geschwindigkeit von 300 km/h erreicht. Unseren Platz 9 belegt ein Intercity, genauer der IC 2094. Als Hauptverkehrszeitverstärker verlässt der Zug am frühen Abend den Münchner Hauptbahnhof und erreicht das etwa 150 Schienenkilometer entfernte Ulm nach 1 Stunde und 17 Minuten. Eingesetzt wird eine Lok der Baureihe 101 mit 7 Intercity-Wagen der ersten Generation. Ebenfalls im Berufsverkehr, allerdings nicht abends, sondern frühs, ist der 8. Platz unterwegs. Montag bis Samstag startet der ICE 922 am Bremer Hauptbahnhof seine Fahrt in Deutschlands zweitgrößte Stadt, nämlich Hamburg. Für die 120 Kilometer in die Hansestadt benötigt der ICE der ersten Generation 1 Stunde und 11 Minuten und ist damit nur eine Minute langsamer als Platz 7. Eben jener Platz 7 wird von einer relativ interessanten Tagesrandlagenverbindung von Dresden nach Leipzig belegt. Der IC 2248 startet sechsmal wöchentlich am Abend in Dresden, von wo ihn die nur 1 Stunde und 10 Minuten lange Reise nach Leipzig führt. Der Intercity 2-Triebzug der Baureihe 4110 legt dabei eine Distanz von 120 Kilometern zurück. Zwischen Nürnberg und München gibt es neben zahlreichen Fahrten, die nach ganz Deutschland führen, einige Einzelleistungen, die nur Bayerns zwei größten Städte miteinander verbinden. Eine dieser Leistungen belegt unseren Platz 6. Montag bis Freitag verkehrt als erster südwärts fahrender Zug des Tages der ICE 825 von Nürnberg nach München. Abfahrt in der Frankenmetropole ist gegen 6 Uhr morgens. Die bayerische Landeshauptstadt ist mit Zwischenhalt in Ingolstadt nach nur 1 Stunde und 8 Minuten erreicht. Auf seiner Reise legt der ICE 3, der zwischen Nürnberg und Ingolstadt 300 km/h ausfahren kann, etwa 170 Kilometer zurück. Vom Süden Deutschlands geht es in den Norden, genauer nach Niedersachsen. Während die meisten Züge zwischen Hannover und Bremen, jene von Leipzig an die Ostsee und von München nach Bremen sind, gibt es unseren Platz 5. Unter der Woche verkehrt der ICE 636 morgens von Hannover ohne Zwischenhalt nach Bremen. Für die 120 Kilometer durch das norddeutsche Flachland benötigt der ICE der zweiten Generation genau 59 Minuten. Platz 4 ist nur eine Minute schneller als Platz 5 und mal wieder doppelt belegt. Zum einen findet man hier den ICE 981. Morgens, im Berufsverkehr, begibt sich ein ICE 1 in Donauwörth auf die Reise, um zahlreiche Pendler nach München zu bringen. Auf der 58-minütigen Fahrt werden etwas mehr als 100 Kilometer zurückgelegt. Der zweite Zug auf Platz 4 verkehrt erst ab Anfang September und existiert in der Form auch nur, da im letzten Quartal des aktuellen Fahrplanjahres die Hamburg-Berliner Bahn voll gesperrt sein wird. Gesucht ist hier der IC 1976, der ab dem 11. September sechsmal wöchentlich Schwerin mit Rostock verbinden wird. Für knapp 90 Kilometer wird der mit einer Lok der Baureihe 101 bespannte IC-Flachpark ebenfalls 58 Minuten benötigen. Und so schnell sind wir auch schon bei der Top 3. Mit einer Fahrzeit von nur 46 Minuten verbindet der IC 1964 auf unserem dritten Platz in früher Tagesrandlage Stuttgart mit Karlsruhe. Wie bei dem zweiten Zug auf Platz 4 kommt hier ebenfalls ein Intercity-Flachpark mit einer Lok der Baureihe 101 zum Einsatz, der knapp 90 Kilometer zurücklegt. Ab Ende April wird es eine Einzelleistung von Hamburg nach Lübeck geben, die unseren zweiten Platz belegt. Genauer handelt es sich hier um den ICE 1684.
Ohne einen einzigen Zwischenhalt wird ihn seine Fahrt vom Hamburger Hauptbahnhof zum Lübecker Hauptbahnhof führen, wobei in 39 Minuten etwa 60 Kilometer zurückgelegt werden. Übernommen wird die Leistung von einem siebenteiligen ICET der Baureihe 411. Doch jetzt kommen wir endlich zum Platz 1. Mit nur 32 Minuten Fahrzeit liegt er ganz klar an der Spitze. Die Rede ist vom ICE 805. Ab Mitte Juni soll er den boomenden Berufsverkehr zwischen Augsburg und München entlasten. Der direkte Schienenweg von Augsburg nach München beträgt etwas mehr als 60 Kilometer, wie der von Hamburg nach Lübeck. Eingesetzt werden soll ein Triebzug der vierten ICE-Generation. Zu erwähnen sei noch, dass es sich die Bahn offensichtlich vorbehält, den Zug spontan wieder aus dem Fahrplanangebot zu streichen. Gründe hierzu kann ich nicht nennen. Das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.